Moin Moin, grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und ich habe einen Gesprächsgast heute bei mir, der nicht zum allerersten Mal dabei ist. Wir haben ihn ausgezeichnet mit dem Lifetime Award der Zeitschrift Triathlon, den wir auch diesen Monat wieder vergeben, Ende November bei der Selfish Night of the Year. Aber der Grund, warum wir heute sprechen, ist ein anderer. Hannes Blaschke war so oft in Triathlon-Missionen auf Hawaii wie kein anderer Deutscher, würde ich sagen. Ich war auch einige Male da und wir unterhalten uns darüber, wie denn das 2-Tage-Event Ironman Hawaii so funktioniert hat. Hallo Hannes. Aloha. Grüße dich. Jetzt habe ich Moin Moin und Grüß Gott gesagt und Aloha habe ich gar nicht gedacht. Hawaii ist schon wieder so weit weg für mich. Wie ist das für dich? Das habe ich reingebracht, das passt. Das passt, ja. Ja, wir waren auf Hawaii, wir waren nicht nur 2 Tage da, aber es ging um 2 Tage, 2 Renntage. Hannes, wie oft warst du insgesamt da drüben? Ich war seit 1984 jedes Jahr in Hawaii. Beim Ironman heißt mit einem Ausfall sind wir dann ungefähr bei, mit 2 Ausfällen sind wir, glaube ich, bei 36 Mal, dass ich drüben war beim Ironman. Also ich habe seit 84 jedes Rennen mitbekommen, entweder als Athlet oder als Reiseveranstalter. Als Athlet auch sehr erfolgreich. Du warst Fünfter? Nee, Vierter war ich. Vierter 1985, ja. So rum war es. Richtig. Bringt immer diese 4 und die 5 durcheinander. Das passt schon. Ja, also einer der allerersten, die da aus Deutschland gefinisht haben. Und ja, wie bei mir hat es auch dein Leben verändert. Wir haben uns danach immer wieder nach Kailua Kona gezogen gefühlt, wie viele andere 1000 Menschen auch. Und es waren dieses Jahr so viele wie noch nie, weit über 5000 Athleten am Start an 2 Tagen. Ja, der Ironman Hawaii über 2 Tage, wir haben uns im Frühjahr schon drüber unterhalten. Kann das funktionieren? Wir hatten viele Fragezeichen. Und jetzt können wir mit dem Abstand, den wir jetzt haben, heute vor 4 Wochen war der Tag zwischen den Rennen, können wir mal Resümee ziehen. Wie hat das Ganze funktioniert? Was ist so dein Gesamteindruck? Also zunächst müssen wir einmal sagen, dass wir uns in unserem Frühjahrspodcast sehr bedeckt gehalten haben mit dem Thema, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Wir haben damals, glaube ich, schon unsere Ängste schon ausgetauscht, haben uns damals über die explodierenden Apartmentpreise, glaube ich, unterhalten. Das war ja damals, meine ich, auch der Anlass, warum wir den Podcast gemacht haben. Und wir haben aber beide uns bedeckt gehalten und haben noch kein Urteil gefällt. Jetzt waren wir beide drüben und ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass es eine sehr positive Angelegenheit war. Die 2 Tage waren zunächst als Reiseveranstalter, was ich am meisten Angst gehabt habe, war, Kona wird übervoll. Mhm. Am Morgen zum Mali 3 vor zum Schwimmen zu kommen, wo ja alle hinwollen, an den Schwimmstart wird quasi unmöglich. Wir fahren ja da immer unsere Reiseteilnehmer mit dem Bus morgens um 7 davor mit unserem Schulbus. Und da hatte ich eigentlich am meisten Angst davor. Und der Witz war, es war so leer wie in keinem der letzten 20 Jahre. Ja. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass die Mietwagenpreise relativ hoch sind, dass alle davor Angst gehabt haben, dass es ein Verkehrschaos gibt, drum lieber mit dem Rad gefahren sind oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber die Angst wurde überhaupt nicht bestätigt. Und das ist jetzt, ich würde sagen, ein kleines, aber wichtiges Nebendetail. Aber insgesamt war es von der Stimmung her eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Und ich bin eigentlich mit relativ ein bisschen negatives Vorzeichen rübergefahren und bin mit 2+ eigentlich zurückgekommen. Ja, das hört sich doch gut an. Also diese negativen Vorzeichen oder Vorahnungen hatten wir auch. Wir wussten alle nicht, wie es wird. Wir wussten, wie es sich auf uns auswirkt, auf unseren engen Plan. Die ganzen Events, die so standardmäßig stattfinden, wie Pressekonferenz und so weiter, das hat ja alles eher stattgefunden. Das musste ja alles um 2 Tage vorgezogen werden. Aber fangen wir noch mal vorne an. Wir haben über die Zimmer, über die Apartmentpreise gesprochen. Es gab viele Diskussionen. Der Ironman Hawaii ist jetzt wirklich angekommen in der Liga. Es ist nur noch eine Sportart für die Reichen. Ich habe aber gehört, manche Dinge haben sich tatsächlich relativiert, aber unterm Strich muss man schon festhalten, teurer geworden ist es. Ja, also die Apartments sind teurer geworden. Nun muss man eins, und man hängt sich ja fast nur an den Apartments da auf. Man muss eins sagen, dass früher waren ja Apartmentpreise so
gab es eine Vorsaison, es gab eine Hauptsaison, gab eine Nachsaison. Da hast du genau gewusst, wann die Apartments teurer werden, wann sie wieder günstiger werden. Und jetzt sind die Apartments, die jetzt über diese riesen Buchungsplattformen wie Booking.com oder irgend sowas gehandelt werden, die Preise sind so volatil geworden, dass die sich innerhalb von Minuten aufgrund von Nachfrage ändern können. Die Preise werden nicht mehr vom Menschen gemacht, sondern die Preise werden von Computern gemacht. Ich habe ja übers Telefon auch noch einige Apartments da noch besorgt. Und da ist mir dann zum Beispiel passiert, dass ich drei Apartments zum Preis X bekommen habe, das vierte Apartment identisch, dann auf einmal 3000 Dollar teurer war. Und ich gesagt habe, Moment mal, ich habe da gerade drei Apartments für den Preis gekauft. Wie gibt es denn das, dass das jetzt mehr kostet? Und hat die Dame gesagt, the computer just changed the price, sorry. Not my fault. Also die ganze Sache ist so volatil geworden, dass in der Zeit, wo eben dann viele Menschen gesucht haben, dass die Preise dann einfach durch die Decke gingen. Der traurige oder der berühmte Rekord waren ja dann 12 Nächte im Royal Kona Resort für 63.000 Dollar. Wer das kauft, ich glaube, der hat es auch dann so dicke, dass ihn das nicht juckt. Aber die Frage ist, hat es irgendjemand gekauft? Oder reden dann bloß alle drüber und schreiben alle drüber, dass die Apartmentpreise dermaßen explodiert sind und bezahlt hat es dann doch keiner. Also man muss das ein bisschen differenziert sehen. Und bei uns, bei den Kontingenten, die wir einkaufen, da gibt es natürlich auch eine Preissteigerung, aber die hält sich absolut im Inflationsrahmen. Also die kamen jetzt nicht zu mir, auch jetzt danach. Und haben gesagt, Hannes, jetzt sind es zwei Rennen und deshalb verdoppeln wir die Preise. Also da sind wir ganz weit davon weg. Da seid ihr da auch schon im Gespräch fürs nächste Jahr? Ja, ich hab die Verträge bereits gemacht fürs nächste Jahr. Und das, ja, klar muss man ja immer, wir müssen uns ja absichern, wir müssen ja wissen, wo wir sind, wir müssen frühzeitig unsere Ausschreibungen machen. Wir haben jetzt schon wieder, glaube ich, 50 oder 100 Anfragen fürs nächste Jahr. Und die wollen wir natürlich entsprechend Anfang des Jahres dann bereits bedienen. Ja, es macht ja auch Sinn. Also Planung macht immer Sinn. Das wissen wir alle. Was man nicht planen kann, sind so Dinge wie Inflation. Die haben wir, glaube ich, alle, die wir da drüben waren, vor allen Dingen an den Supermarktkassen gemerkt. Also Müsli Ja. war immer schon ein Luxusgut. Toastbrot ist es jetzt auch geworden. Ja, also das sind Dinge, die haben ja mit dem Ironman erstmal nichts zu tun. Wir haben das Ja. Problem einer Insellage, wo alles hintransportiert werden muss. Wir haben das Problem einer Inflation, die es auch in den USA gibt. Und wir haben zusätzlich noch das Problem, dass der Dollarkurs einfach momentan nicht zu unseren Gunsten steht. Und so das Einkaufen, das tägliche Leben war schon teurer. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch Aspekte, wo Ja, das mehr oder weniger aufgefallen ist. man muss ja mal eins sagen. Also klar, die Preise fliegen mit dem Markt, wie es bei Asterix und Obelix immer heißt. Das Toastbrot hat dann übrigens, ich war noch ein bisschen länger drüben, die berühmten 6 Dollar fürs Golden Toast, mit dem man so Ziehharmonika spielen kann, die Dinger. Die 6 Dollar sind dann in der Woche nach dem Triathlon wieder auf 3,99 Dollar runtergegangen. Tatsächlich, Ja, okay. also es ist einfach so, dass die natürlich drüben wissen, die Triathleten kommen. Man muss jetzt allerdings auch sehen, dass wenn ich jetzt 10 Tage da drüben bin und ich kaufe mir von mir aus, wenn ich Toastbrot-Fan bin, 6 so Toastbrot-Dingern statt 4 Dollar für 6 Dollar, dann habe ich insgesamt 12 Dollar mehr ausgegeben. Wenn ich mich jetzt bei dieser 50-prozentigen Erhöhung von den Toastbrote ewig lang aufhalte und über 12 Dollar rede, wo sind wir denn? Also wir reden ja über größere Brocken. Wir reden ja hier über die Brocken Apartments. Wir reden über klar, die Reise kostet was und man soll ja nicht so tun, als ob früher jeder einfach nach Hawaii fliegen konnte und das war so billig. Familienvater mit 4 Kindern, der einen normalen Job gehabt hat, der konnte nie nach Hawaii fliegen. Ich möchte zwei Sachen oder drei Sachen zu bedenken geben hier. Ich habe mich ja auch über diese Zeitungsartikel Quälerei für die Upper Class ein bisschen aufgeregt, dass die etwas flach recherchiert waren. Da wurde ich ja am Schluss dann noch zitiert. Ein Hannes Plaschke von damals würde heute nicht mehr
nach Kona fahren, weil es sich nicht mehr leisten konnte. Da wurde dann wieder mein Kartoffelkochen und die Kartoffel hinten ins Trikot reinstecken und mit dem Zelt rüberfliegen und die ganzen Sachen wieder hochgebracht. Und ich muss sagen, ich würde wieder rüberfliegen, auch jetzt wieder rüberfliegen, denn damals diese brutal hohen Apartmentpreise, die haben sich ja wieder relativiert und sind ja auch wieder runtergegangen. Man muss jetzt aber sagen, du hast einen Dollarkurs angesprochen. Der Dollar kostete jetzt genau 1 Euro. Als ich rübergeflogen bin, 84, Ihr hat er mag. 2 Euro gekostet, Ja, wollte gerade sagen. nämlich 4 Mark. Ja. Der Flug war damals genauso teuer, wie er heute ist. Okay, ja. Nämlich 2400 oder 2500 Mark habe ich damals bezahlt und bin sogar mit dem Zug nach Amsterdam hochgefahren, damit ich einen möglichst billigen Flug bekomme. Ja. 1984. Ja. Und was bitte ist in den letzten 38 Jahren auf dem gleichen Preisniveau geblieben, Ja. wie es damals war? Und von dem her, wir sind halt einfach verwöhnt von den letzten Jahren, dass Reisen in die USA sehr günstig waren. Beim Dollarkurs von 1,60 oder 1,50, 1,40 ist natürlich alles viel, viel günstiger da drüben. Die Flüge sind relativ günstiger geworden. Und drum tut es uns jetzt halt ein bisschen weh. Aber insgesamt im langen Vergleich ist es jetzt wirklich nicht so, dass man von einer Upper Class sprechen kann, dass nur die Upper Class darüber kann. Übrigens, nur ganz witzig, ein anderer Vergleich. Ich habe nur die Startgelder angeschaut. Startgeld das nächste Jahr ja $1.400 plus Active Fee, also plus 8% verlangen die ja da drüben. Wow. Von 1.100 noch was auf 1.400 ist natürlich ein Riesensprung, den ich auch so nicht richtig nachvollziehen kann, aber es ist nun einfach mal so. Ich habe mir jetzt aber die Preise mal angeschaut. Von 1984 weiß ich noch, und wir haben uns damals schon über das hohe Preisgeld aufgeregt, Entschuldigung, Okay. Startgeld aufgeregt. 1984 hat der Ironman Hawaii bereits stolze $225 gekostet. Das weiß ich noch haargenau, weil das Okay. brutal viel Geld für mich war. Ja. Es waren nämlich 900 Mark damals für mich. Und ja, da musste ich viele Zeitungen austragen, viele Versicherungen kassieren, bis ich die 900 Mark beieinander gehabt habe. Oh ja. Und jetzt habe ich mir mal, ich habe es ja nicht mehr parat gehabt, aber Google macht es möglich, ich habe mir die Zinseszinsformel rausgezogen. Und habe mir mal angeschaut, was sind denn $225 von 1984 heute bei einer 4%igen Inflation? Ja. Jetzt mal so aus dem Bauch raus. Wenn 38 Jahre danach. du mich jetzt fragst, wahrscheinlich sind wir dann auch bei 2000 Euro und es ist, Nee, nee, bei $998, okay. also €998. Wenn wir 5% annehmen, dann sind wir bei $1.436. Ach, da sind wir wieder. Da sind wir bei $1.436. Ich hab schmunzeln müssen, als die Zahl rauskam. Ja. Also wenn man es wirklich über die ganzen 38 Jahre 5% ansetzt, dann ist es eigentlich genauso teuer wie damals. Ja. Krass. Das ist ja ein Anreiz für die vielen unter uns, die irgendwann mal davon träumen und ja, nicht wissen, ob sie es je schaffen. Das Startgeld, das jetzige Startgeld jetzt anlegen. Es wird jedes Jahr, wenn man es gut anlegt, genau das gleiche wieder dabei rauskommen. Ja. Ja, Gut. man muss schon, man findet ja keine Bank, die einem 5% bezahlt im Moment. Ja, das Aber kommt das wieder, kommt das ja kommt wieder, vielleicht das noch. kommt wieder, Das genau. kommt noch. Ja, also das Thema Inflation, ich finde, an manchen Stellen war ich positiv überrascht. Das ist zum Beispiel der ganze Bereich Gastronomie, wo ich gedacht habe, okay, auch die werden ihr Geschäft machen wollen. A, über mehr Masse und B, über eine Preissteigerung. Aber wenn man jetzt mal so ins Lava Java oder an die Klassiker gegangen ist, Lava Java, Poke Shack oder Acai Bowl, wir waren 3 Jahre nicht da. Hier ist auch alles in den 3 Jahren teurer geworden, was man irgendwo essen kann. Und die Preissteigerung war normal, wenn man jetzt mal das Thema Dollarkurs außen vor lässt. Ja, also da war ich tatsächlich angenehm überrascht, dass es nicht ausgenutzt wurde. Ja, weil da hätte, so wie du sagst, das Toastbrot
was dann $2 teurer ist, da hätte auch beim Burger, den der Triathlet vielleicht eher nach dem Rennen isst oder bei der Acai Bowl, die er in der Woche vorher noch nimmt, da wären auch nicht weniger Leute hingegangen, wenn es $2 teurer gewesen wäre. Also da hat man doch ist man auf viel Fairness gestoßen, aus meiner Sicht. Ja, finde ich auch absolut. Und wie gesagt, auch bei den Apartmentagenturen mir gegenüber, die waren alle sehr bedacht. Ich meine, die haben natürlich und Corona auch immer, irgendwo leben sie immer in dieser Angst, dass Ironman, als Wanda Ironman besessen hat, haben sie immer Angst gehabt, dass Ironman nach Peking geht. Jetzt haben sie wieder Angst, dass Ironman nach Utah oder nach Honolulu oder sonst irgendwo hingeht. Es ist schon ein gewisser Druck auch da auf den Geschäftsleuten und die wollen natürlich auch, dass der Ironman in Kona bleibt. Übrigens auch viele von den Locals. Natürlich ist es wie bei uns, die 5%, die sich über irgendwas aufregen, die machen natürlich immer 99% von dem Lärm um irgendwas. Und so ist natürlich auch in Kona drüben, dass viele Locals sich aufgeregt haben, aber die ganz, ganz große Masse der Locals, dann doch irgendwo hatte ich das Gefühl, dass das Rennen akzeptiert wird. Und am Tag nach dem Ironman war ja ein großer Bericht in der Zeitung. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Ja. In der West Hawaii Today, dass der Mayor Roth, witzigerweise heißt der Roth, ja, aber, genau, aber nicht Challenge mit Vornamen. Nein. Und dass der Mayor Roth, dass der ja gesagt hat, für nächstes Jahr ist das alles noch nicht in trockenen Tüchern mit dem Donnerstag- und Samstagrennen. Ja. Das muss noch beschlossen werden. Aber ich hatte das Gefühl, dass er das gesagt hat, um die Locals zu beruhigen, die sich jetzt einfach direkt nach dem Ironman aufgeregt haben, dass eben 2 Tage die Straßen dicht waren. Ja, also ich habe den Artikel auch gelesen. Ich habe auch gelesen, wie er rezipiert wurde. Auch hierzulande sehr oberflächlich. Wenn man den Artikel gelesen hat, dann bezieht er sich auf Zitate, die der Mayor gemacht hat am Freitag, also am Tag zwischen den Rennen, nachdem er am ersten Tag, an dem Donnerstag, wohl irgendwo auch selber im Stau stand. Und wir haben ihn alle erlebt bei der, wie nennt es sich offiziell, Banquet of Champions, bei der Schlussfeier, wo er sich sehr euphorisch über diese 2 Tage geäußert hat. Das war 2 Tage, nachdem diese Zitate von ihm aufgenommen wurden, die dann an dem Montag in dem Zeitungsartikel erschienen sind. Da hat er sich ganz anders geäußert. Ich glaube einfach, der Mensch ist Vollblutpolitiker. Es ist eine Lokalzeitung. Das ist alles Kalkül und bringt ihn natürlich auch in eine gewisse Verhandlungsbasis gegenüber Ironman. Ja, natürlich muss ein Mayor einer solchen Insel mit Ironman verhandeln über verschiedene Bedingungen und da gehört es natürlich zu sagen, ja, so ganz einfach ist das nicht. Ja, und es wurde ja auch schon hervorgehoben, auch in dem Artikel, dass er auch selber seine Zustimmung gegeben hat im Sommer, als Ironman verkündet hat, wir gehen auch 2023 wieder auf 2 Tage. Also das ist für mich eher so ein bisschen politisches Kalkül und da sind manche Wiedergaben dieses Artikels nicht ganz korrekt gewesen. Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass die Verträge für nächstes Jahr, 12. und 14. Oktober findet es ja statt im nächsten Jahr, genau, dass die unterschrieben sind. Sonst könnte ja Ironman auch noch gar nicht die Anzahl der Qualifikanten jetzt bekannt geben für die einzelnen Rennen. Ich glaube, das ist alles in trockenen Tüchern. Und ja, ich meine, wir haben jetzt eigentlich, wenn ich das Gespräch so ein bisschen lenken darf von der monetären Seite, die wir jetzt eigentlich am Anfang mehr beleuchtet haben, auf die emotionale Seite. Ja. Die ist ja eigentlich das Wichtigste für die Athleten. Ich meine, ich sehe natürlich diese monetäre Seite auch durch die Brille von einem Rennveranstalter des Allgäu-Triathlons und möchte vielleicht abschließend dazu noch allen, die sich über diese darüber aufregen, wie kommerziell denn Ironman denkt, einfach die daran erinnern, dass Ironman einfach eine Firma ist. Mhm. Ist zwar eine Firma, die sich mit dem beschäftigt, was wir alle lieben, nämlich Triathlon, also wo wir emotional damit sehr verbunden sind, aber jede Firma, bei der wir arbeiten, auch die Firma, für die ich arbeite oder die ich gegründet habe, muss ich natürlich an gewissen betriebswirtschaftlichen Größen einfach festhalten, beziehungsweise versuchen, Wachstum zu generieren, die Mitarbeiter zu bezahlen,
einfach zum Schauen, wo man bleibt, dass das bei Das kenne Armen ich, ja. manchmal, ja, das kennst du auch als Triathlon-Magazin, dass Ironman als amerikanische Firma, natürlich würde man sagen im Turbokapitalismus, als Aktiengesellschaft da noch vielleicht aggressiver agiert, als es wir zwei tun in unseren Geschäftsfeldern. Ja, mag man bekritzeln und mag man kritisieren, aber prinzipiell muss man es einfach auch akzeptieren, dass so eine Firma kommerziell denkt. Wenn ich in so einem Zeitungsartikel dann lese, dass die angeprangert werden, dass sie kommerziell denken, das steht in der Süddeutschen Zeitung drin, dann denke ich mir, Junge, du hast es geschrieben, du bist in der Süddeutschen Zeitung, im Süddeutschen Zeitungsverlag, da meinst du, deine Firma denkt nicht kommerziell. Also es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen weltfremd teilweise, wie da argumentiert wird. Und natürlich darf man bestimmte Ausartungen anprangern und es ist ja ganz wichtig, dass wir das machen. Aber zum emotionalen Teil von dem Ganzen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Bedenken gehabt, als Reiseveranstalter können wir am Donnerstag und am Samstag zweimal unsere legendäre Highway Party, wo wir tanzen und singen mit den Athleten und klatschen und die einfach versuchen, einfach eine gute Stimmung zu erzeugen an unserem berühmten Kilometer 40, wenn es alle geschafft haben und dann sich einfach alles löst und Emotionen freien Lauf lassen. Können wir das zweimal schaffen? Am Donnerstag und am Samstag. Und ich war total überrascht. Das Geile war natürlich, dass am Donnerstag rennen viele Athleten, die am Samstag starten, bei uns am Highway oben waren. Das heißt, wir waren viel mehr als normal. Mhm. Und am Samstag war es dann noch extremer. Mhm. Es sind viele oder fast alle von den Donnerstagathleten von unserer Reisegruppe und viele andere natürlich auch dann hochgekommen an die Palani, an unserem Musikstand und unserer Partyzone und haben mit uns gefeiert. Und das waren fast die geilsten Highway-Partys, die wir gehabt haben bis jetzt. Ich würde sagen, wenn man keine Quali hat, allein für diese Party lohnt sich die Reise nach Hawaii. Ja. Ich hab's gesehen, das ging uns ja auch genauso. Wir wussten auch nicht, was das für uns bedeutet, dass wir da zwei Tage eben auch raus müssen, rein müssen und so weiter. Auch für uns war das mit ganz vielen Fragezeichen versehen. Wie verkraften wir überhaupt diese zwei Renntage? Ich meine, wir sind auch nur Menschen und wir sind auch nicht viele Menschen. Ja, auch unsere Hawaii-Reise kostet einfach entsprechend das Geld. Aber wir haben auch für uns ein sehr positives Fazit gezogen. Also ich war ja dann auch zwei Tage draußen auf dem Motorrad, habe da insgesamt auch 500 Kilometer Motorrad gefahren und das ging ganz gut, ja, und es war für mich persönlich auch eine große Freude, mich einfach mal auf Dinge konzentrieren zu müssen, weil man nicht diesen Stress hatte, zwischen zwei Elite-Rennen pendeln zu müssen. Ja, also es gibt... Klar, das war für dich natürlich auch eine ganz neue Erfahrung, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, ja. Also es ist ja nicht so, dass man A, nicht die Mobilität braucht, sondern B, auch gewisse Zugangsbeschränkungen bisher bestanden. Das heißt, wenn man nicht auf einem akkreditierten Motorrad war, dann kam man ja gar nicht runter ins Energy Lab in der Vergangenheit. Und da musste man aber raus mit den Männern, um rechtzeitig im Ziel zu sein. Das heißt, die Frauen haben da in unserer Berichterstattung nie stattgefunden und auch in sonst keiner anderen fotografischen Berichterstattung, außer bei Ironman, die eben spezielle Fotografen nur aufs Frauenrennen abgesetzt haben. Oder bei euch vor der Haustür diese wunderbare Strecke mit dem Meer und den Palmen da an der Lyman's Bay, da gab es bisher immer nur die Männerspitze. Ja. Und so hatten wir eben auch mal die gewisse Flexibilität, uns voll auf ein Frauenrennen und zwei Tage später voll auf ein Männerrennen zu konzentrieren, plus die Age-Gruppe, die natürlich dann auch im Zuge nachkommen. Und das war erstmal für die Berichterstattung besser. Und was jetzt unser ganz persönliches Empfinden betrifft, der Freitag und der Sonntag waren in der Summe viel entspannter, als dieser Höllensonntag es früher war. Das darf man ja, das sehen die Leute ja nicht. Die sehen irgendwann eine Triathlon-Special im Briefkasten,
wenn man in Stunden rechnet, 5 Tage nach Zielschluss des Ironman Hawaii ist das Ding in Deutschland in den Briefkästen. Und wie dieser Sonntag aussah und wie wir am Abend des Sonntags, da war die Arbeit noch nicht getan, also am frühen Montagmorgen aussahen, das haben wir nie gezeigt. Ja, also es gibt interne Bilder, wo eingeschlafene Köpfe auf Laptops liegen und ganz viele Buchstaben auf dem Display auftauchen. Und das war in der Summe viel, viel entspannter. Also für uns persönlich, ja. Ich meine, das spielt für draußen überhaupt keine Rolle, aber für uns persönlich war es ein entspannteres Arbeiten und ein erfolgreicheres Arbeiten. Das war natürlich bei uns auch. Wir haben natürlich am Donnerstag und Samstag jeweils weniger Athleten gehabt, die wir an Start bringen müssen. Mhm. Weniger Athleten gehabt, die wir am Abend wieder rausbringen müssen am Ali Drive. Und dadurch hat die Qualität dann im Endeffekt dann auch ein bisschen zugenommen. Und der Stress abgenommen. Absolut. Also wenn du das als Journalist und ich als Reiseveranstalter, wenn wir das durch die Brille betrachten dürfen, ja, klar. Und in Zukunft mit den 2 Rennen, also wie gesagt, emotional, ich habe es auch von den Athleten eigentlich so empfunden. Was ein bisschen schade war, war die Tatsache, dass sich natürlich gerade die jungen Age Group Männer wollten sich natürlich mit den Pros duellieren. Ja. Am gleichen Tag wenigstens duellieren. Ja, ja, ja. Wenn sie schon nicht zur gleichen Zeit starten dürfen. Die Pros haben ja den großen Vorteil, dass sie eben um 6.30 Uhr jetzt, glaube ich, 6.30 Uhr ist es schon starten. Dadurch in Hawaii normalerweise weniger Gegenwind haben als die Age-Grupper, die später starten. Dadurch sind ja eigentlich die letzten Jahre auch die Rekorde, glaube ich, gefallen. Mhm. Aber wenn man mal schaut, die sind ja vorne bei den Profis gefallen, aber nicht hinten bei den Age-Grupper. Und es war einfach die andere Startzeit. Aber wenn wir uns das anschauen, die wollten natürlich gerne am gleichen Tag mit den Männerprofis starten. Sag mal, ich glaube die Age Group 18 bis 24 und ich meine sogar 25 bis 29 war am Donnerstag bereits dran. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade für die Athleten, weil wenn ich mich selber noch in meine Zeit als Leistungssportler zurückversetze, wo ich dann als 24-Jähriger das erste Mal drüben war und ich hätte dann das Gefühl gehabt, Mensch, ich muss jetzt an einem anderen Tag starten wie ein Dave Scott, aber ich möchte auch gegen den Dave Scott einfach antreten. Mhm. Das hat mir auch ein bisschen gestunken, das fand ich schade. Das wird ja im nächsten Jahr dann anders. Da kommen ja dann alle Männer dann am Samstag dann zum Start und alle Frauen dann am Donnerstag an den Start. Ganz genau, ganz genau. Ja, das ist auf jeden Fall besser für die Vergleichbarkeit. Das war so ein bisschen schwierig dieses Jahr. Wir haben auch in unserer Printausgabe dann kein Gesamtklassement gemacht, sondern nur die Einzelklassements der Altersklassen, weil einfach diese Vergleichbarkeit nicht da war. Und ja, mein Gott, dann gewinnt am Samstag ein Deutscher, am Donnerstag gewinnt ein Amerikaner. Der Deutsche ist aber schneller. Den haben wir dann auch als den Gesamtschnellsten, was ja auf dem Papier stimmt, dargestellt. Gibt so eine typisch deutsche Diskussion, dass man das doch gar nicht so darstellen darf, weil am Donnerstag der Wind doch stärker war. Solche Diskussionen, ja, wenn es nicht um das Thema gegeben hätte, dann hätten manche die Diskussion zum anderen Thema geführt. Man kann sich auch über alles aufregen. Aber insgesamt muss ich auch sagen, rein sportlich war das so ein Übergangsjahr. Aber im nächsten Jahr werden wir eben diese Aufsplittung haben auf Frauen am Samstag und Frauen am Donnerstag, Männer am Samstag. Die Diskussion kann man genauso in Utah führen. Ja, da sind einfach die jungen, schnellen Altersklassen deutlich später gestartet als manch andere auch schnelle Altersklassen. Und die hatten dann einfach den Vorteil, dass es schon ein paar Grad wärmer war, wo es morgens noch im Schatten so bitterkalt war. Also bei eine echte Vergleichbarkeit bekommt man nur durch einen Massenstart aller hin. Und da wissen wir, dass das auch nicht mehr funktioniert. Und dann hast du aber auch nicht die Vergleichbarkeit, weil dann hast du wieder den großen Glücksfall, wer in welche Gruppe reinrutscht und irgendwo wird dann doch wieder Windschatten gefahren und es ist wahnsinnig schwierig. Ja. Aber zum Sportlichen, weil du das angesprochen hast, da sind eigentlich, wenn wir den Ausblick auf 2023 jetzt wagen dürfen, da sind dann doch die größten Bedenken von mir. Ich meine, Ironman hat sich das bestimmt gut überlegt, aber wenn ich das betrachte und wir unser altes klassisches Rennen anschauen, ein Rennen an einem Tag, haben wir ungefähr 2000 Männer am Start, wir haben ungefähr 500 Damen am Start. Mhm. So,
Im nächsten Jahr 2023 wird es so sein, dass wir 2500 Männer circa am Start haben werden. Sprich, das sind ungefähr 25% mehr Männer am Start. Aber die 500 Damen, die wir früher gehabt haben, die werden jetzt plötzlich 2500 Damen. Das heißt, wir verfünffachen das Damenfeld. Wir machen 500% mehr versus 25% mehr bei den Männern. Wir machen 500% mehr Frauen in dem Rennen und machen dann in Hamburg, wie viele Plätze sind es für Damen? Es gibt 65, glaube ich. 65 extra Slots für die Frauen hier beim Ironman Hamburg. 65, ich glaube, Slots überhaupt für die Damen. Die anderen sind, glaube ich, für die Männer. Das weiß ich, ich habe das mir gestern auch nochmal angeschaut in Glaube, der Tabelle, ich weiß das gar nicht so ist nicht genau. ganz klar, kommt nicht Aber ganz klar raus. Auf jeden Fall ist es so, dass sich viel, viel mehr Frauen qualifizieren können als früher. ja. Und da habe ich eben die Angst, und ich bin da nicht der Einzige, der dann einfach das Bild vor Auge hat, wie bei, du weißt es, bei so etwas unattraktiven, unter Anführungszeichen 73 Qualifikationen für eine Weltmeisterschaft in, was weiß ich, in Australien oder Neuseeland, unheimlich teure Reise, will ich da überhaupt hin? Da war ja dann das oft so, dass bei der Slotvergabe dann der Sprecher gerufen hat, ist nur irgendjemand im Saal, der das Rennen gefinisht hat und nach XY will zur Ja, 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 Weltmeisterschaft. ja, das Und dann hat sich keiner mehr gefunden. Das heißt, die Slots sind nicht mehr abgeholt worden. Und wenn das bei Ironman Hawaii dann mal passiert, wenn vielleicht in Hamburg einfach in der Altersklasse dann gar keine Damen mehr da sind, Ja. dann habe ich so ein bisschen Angst, dass der Markenkern von Ironman Hawaii ist ja immer noch der, es ist schwer, sich zu qualifizieren, dass der Markenkern vielleicht etwas verwischt wird. Ja. Und da weiß ich noch, ist so eine Vermutung, eine Furcht von mir. Ich fände es schade, ich wäre froh, wenn viele Frauen am Start sind und wenn ich da falsch liege. Ja. Also ich kann das nachvollziehen, das sehen ja auch viele in der Szene so. Es wird sowohl für Männer als auch für Frauen einfacher, weil es eben auch mehr Männerslot gibt. Der Ironman Frankfurt hat im nächsten Jahrhundert, das sind ja fast so wie in alten Zeiten. Ich glaube, in Rot gab es damals, als es nur Rot für Europa gab, wo dann irgendwann Zürich und Lanzarote dazu kamen, da gab es in Rot 190 Plätze. Richtig. In Frankfurt gibt es 100 für Männer und Frauen zusammen. Jetzt in Hamburg in der Summe sind es dann 120, ja, 65 Frauen, 55 Männer. Und es ist ja im letzten Jahr schon durchgereicht worden, bis auf Platz, in meiner Altersklasse, bis auf Platz 56 bei 8 Slots, die es gab. Ja, also Ja, da das. muss man natürlich sagen, das sind dann so Ausreißer in irgendeiner Altersgruppe. Da haben wir kurz vorher den Podcast gemacht, da wollte keiner mehr. Ja, wo es dann halt so, ja, da rutscht es dann halt durch, aber eigentlich nicht, weil jetzt der 18. nicht fahren würde, sondern weil der 18. einfach davon ausgeht, wenn es 6 Slots gibt, kriege ich sowieso keinen, also fahre ich heim und gehe morgen wieder in die Arbeit. Und das ist halt dieses leidige Thema, fahre ich zur Slotvergabe hin oder nicht? Habe ich die Zeit, dahin zu fahren oder muss ich morgen wieder zur Familie und zur Arbeit zurückgehen? Und aber insgesamt muss man und sagen, es rutscht etwas weiter, aber wenn es eben 300 Leute in der Altersklasse sind und es rutscht bis zum 30. Platz runter oder bis zum 40., sind immer nur 260 da. Ja, Danke. Also schau mal zurück, wie war es denn bisher? Bisher musstest du als Frau ja in den allermeisten Altersklassen deine Altersklasse gewinnen oder darauf hoffen, dass die eine oder die zwei, die schneller waren, den Slot nicht genommen haben. Das heißt, das war absoluter Leistungssport. Es war in vielen Altersklassen weniger volatil. Bei den Männern, wenn du da 8 Slots hast, dann kannst du auch als 12. Mal dabei sein. Das gab es bei den Frauen nicht. Du musstest relativ weit oben finishen und es gab in jeder Altersklasse eine Spitze. Ja, Es das war war. aber auch ein bisschen eine Glückssache Ja, bei genau. den Frauen, weil so wie bei den alten Männern, da war es dann immer so, wenn halt der Schnelle kommt, brauchst du eigentlich gar nicht an den Start gehen, der Slot ist weg. Ja. Wenn es aber 8 Slots gibt, dann kannst du davon ausgehen, dass eine gewisse Homogenität da ist, dass wenn du gut drauf bist, dass du dann halt in die Top 8 kommst, auch wenn der eine Superman eben da Ja, ist. ja, ja. Und ich betreibe Weil ja 8 Supermänner gibt es halt dann nicht. seit vielen Jahren diesen Aufwand, der immer sehr tricky ist, bei den Slotvergaben tatsächlich genau zu schauen, welche Zeit war in welcher Altersklasse nötig.
Manche machen sich's einfacher, die sehen, es gab 8 Slots, die gucken in der Ergebnisliste, wo war der 8. Aber das gibt ja nur die halbe Wahrheit wieder, ja. Und da gab es immer mal wieder Überraschungen und so weiter, und die gab es bei den Frauen eher weniger. Du hast natürlich dann Frauenaltersklassen, da gewinnt die erste in 10 Stunden und die zweite hat 11 Stunden 10 gehabt und die erste hat den Slot schon und die zweite ist dann dabei, obwohl sie eine Stunde hinter dem eigentlichen Slotplatz gewesen wäre. Da gab es auch viele Zufälle. Das wird, glaube ich, ein bisschen smoother, ja, und es wird mehr Frauen die Chance ermöglichen. Ich habe nur ich hatte da auch eine sehr reservierte Meinung zu. Für mich ist aber nach diesem Ironman Hawaii, nachdem ich jetzt nach 3 Jahren auch wieder vor Ort war und die Bedingungen da erlebt habe und auch einmal die Radstrecke gefahren bin, wo ich mich nochmal eine halbe Stunde mit einer Colaflasche in den Schatten setzen musste, um anzukommen, bei Kilometer 175, also da ging wirklich gar nichts mehr, da habe ich für mich festgehalten, okay, die Qualifikation, die Reise, der Start ist das eine, aber finishen musst du es vor Ort. Und das bleibt nach wie vor für viele eine Herausforderung und eine Herausforderung, auf die man sich einstellen kann, auf die man trainieren kann. Und das werden wir auch im nächsten Jahr nicht abschließend beurteilen können. Das werden wir vielleicht erst in 5 Jahren beurteilen können. Hat das Ganze vielleicht dazu geführt, dass wir eben auch beim Ironman Hamburg und beim Ironman Frankfurt mal mehr als nur 15% weibliche Teilnehmer haben? Weil da haben wir ein großes Defizit. Ja, also der Triathlonsport auf der Langdistanz ist in Deutschland männerdominiert. Und wenn diese Veränderung dazu beiträgt, dass das sich ein bisschen mehr angleicht, wie wir es in anderen Ländern schon haben. In den USA ist das viel ausgeglichener, wenn auch nicht pari-pari, aber im Marathon in den USA ist es, glaube ich, schon so, dass da teilweise bei großen Marathonveranstaltungen mehr Frauen starten als Männer. Im Triathlon in Deutschland sind wir da weit von entfernt. Und wenn das dazu beiträgt, dass sich einfach mehr Frauen trauen, weil dieses Ziel nicht mehr so komplett unerreichbar ist, dann ist es ja nur gut. Ne? Da lebst du von als Reiseveranstalter, als Veranstalter, ja, da lebe ich von als Publisher. Ne? Ja. Und da sehen wir's guter Punkt und sehr schön formuliert, Frank. Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Sprich, wir warten jetzt nicht, bis die Nachfrage so groß ist, dass wir mehr Slots hergeben, sondern wir geben einfach mehr Slots her und versuchen dadurch die Nachfrage zu erhöhen. Von der Seite wird es ja jetzt gemacht bei Ironman und ist bestimmt ein Versuch und ist ja auch nicht in Blei gegossen alles. Entschuldigung, in Beton gegossen. Man kann das ja wieder dann ändern im Jahr drauf. Aber es ist ein mutiger Versuch. Mhm. Schauen wir mal, wohin es führt. Da können wir wieder den nächsten Podcast dann drüber machen. Ganz genau. Es ist ein Weg zur Gleichberechtigung. Und das war ja auch ein großes Thema im Vorfeld, dass sich einige Frauen beschwert haben, wir werden ausgelagert auf den Donnerstag und bekommen viel weniger Aufmerksamkeit. Ich glaube, auch da hat sich die Wahrnehmung bei vielen etwas geändert. Ich habe ja auch schon erwähnt, für uns war es viel einfacher, die Frauen auch vernünftig abzubilden. Aber ich glaube, so insgesamt medial hat das Frauenrennen nicht gelitten, im Gegenteil, dadurch, dass sie einen eigenen Wettkampftag hatten. Wie hast du das wahrgenommen? Also, da muss ich sagen, da habe ich eine relativ enge Brille da aufgehabt in Hawaii. Ich habe weder gesehen, was in Deutschland in den Medien berichtet worden ist, im Fernsehen berichtet worden ist. Ich war da drüben beschäftigt mit der Reisegruppe und alles. Ich kann das eigentlich weniger beurteilen als du, aber wenn du das so sagst, dann freut mich das. Frage an dich, wie wurde es denn im deutschen Fernsehen, wurde jetzt nicht am Donnerstagabend das Rennen live übertragen beziehungsweise gestreamt wurde es wahrscheinlich. Wie waren da die Zugriffsdaten beziehungsweise wie wurde am Samstag dann in der, ich weiß gar nicht, war es in der Sportschau oder ich habe das dieses Jahr gar nicht mitgekriegt, ich glaube, ZDF war dran dieses Jahr. Ja. Wie wurde das Frauenrennen dann am Wochenende dann verkauft? Kann ich auch nicht sagen, da ging es mir genauso. Ich, als ich es hätte beurteilen können, saß ich auf dem Motorrad, hatte kein Live-Fernsehbild vor Augen. Müsste ich auch nochmal schauen, wie die Zahlen so waren. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben auch schon lange Hawaii-Nächte hier veranstaltet, als es noch einen Renntag gab. Wir wissen auch, wie es bisher im Stream aussah. Da kam irgendwann ein Männersieger ins Ziel und dann ist mindestens die Hälfte des Publikums gegangen. Das heißt, es war auch in der Vergangenheit so,
dass der Fokus auf dem Männerrennen saß. Und natürlich ist es einfacher, ein Rennen in einer Nacht zum Sonntag zu gucken, als in einer Nacht zu einem Freitag, wo ich vielleicht am Freitag arbeiten muss. Und es werden sich nicht viele beide Nächte angeschaut haben. Aber was ich sagen kann für uns, der Traffic am Freitag auf der Website nach dem Frauenrennen und die Zugriffe auf das Rennen der Frauen gegenüber dem Männerrennen, das war viel, viel ausgeglichener als in der Vergangenheit, wo wir auch immer zwei Rennberichte gemacht haben, wo wir aber wussten, der Männerbericht wird, ich sag mal, dreimal so oft geklickt wie der Frauenbericht, wenn nicht gerade Anna Haug gewinnt. Ja, also das hat, ich glaube tatsächlich, dass es innerhalb der Szene, und für die spreche ich jetzt mal, zu einer ausgeglicheneren Wahrnehmung der beiden Rennen geführt hat. Kann ich mir auch vorstellen, wenn ich denke, dass die Frauen haben natürlich den Vorteil, dass sie zuerst dran sind. Ja. Das heißt, alles fiebert ja so langsam im August, da denkst du mal, in 2 Monaten ist schon wow, in 2 Monaten ist schon Hawaii, dann gehen wir, im September denke ich, wow, in 1 Monat stehen wir schon wieder am Highway oben, gibt's das? Und dann kommt natürlich langsam dieses Hawaii-Fieber auf und wenn jetzt am Donnerstag das erste Rennen ist, dann klickst du da natürlich mal rein. Ist ja klar. Ja. Wenn es andersrum wäre, wenn am Donnerstag das Männerrennen wäre und am Samstag das Damenrennen wäre, dann wird es, glaube ich, einen Abfall geben bei den Quoten, beziehungsweise dann wäre das Frauenrennen vielleicht nicht mehr so oft geklickt oder nicht mehr so groß das Interesse dran. Gut möglich. Es ist vielleicht möglich, klingt jetzt vielleicht auch frauenfeindlich, aber es ist halt einfach so, dass wenn einer einen neuen Rekord macht auf der Strecke mit 7,40 oder 7,43 oder was war's, irgendwas in der Ecke, dann elektrisiert es natürlich mich persönlich jetzt mehr, als eine Frau jetzt in 8,15 oder 8,30 reinkommt oder sowas, dann will man natürlich, da ist der Wettkampf meistens auch noch enger, aber egal, das ist was ganz, ganz Persönliches von mir und ich habe schon so viele Rennen gesehen und man mag mir das vielleicht entschuldigen, aber mich elektrisiert dann halt eine 404, wo der Eden da fährt, da denke ich mir, Moment mal, was ist denn hier eigentlich los? Wo sind wir hier eigentlich? Das finde ich dann schon einfach richtig geil. Ja, also da gibt es sicher verschiedene Fanlager, ja, und wir sind einfach auch aus vielen Jahren jetzt Deutschland Männersieg verwöhnt. Bei den Frauen gab es erst diesen einen Sieg durch Anne Haug und aber ich würde da unterm Strich ein Fazit ziehen, was auch viele Athletinnen so sehen und viele aus der Industrie, viele Athletinnen-Manager, ja, dass das Ganze eher positiv war als in der Vergangenheit und die Forderung, lasst uns Frauen am Samstag starten, die wird es immer wieder geben. Ich habe ja auch schon mal vorgeschlagen und da bin ich dann auch kalt erwischt worden. Macht das doch abwechselnd, so wie es World Triathlon jetzt macht. Die machen in jedem Olympiazyklus den Wechsel, was die Besetzung des Mixed Team Relay betrifft. Ja, bisher war es immer Frau, Mann und jetzt ist es bis Paris eben Mann, Frau und eine Frau läuft dann als Olympiasiegerin für ihre Mannschaft in Paris über die Ziellinie im Mixed Team Relay. Gesagt, wenn Ironman es wirklich ernst meint, dann sollten sie es auch so machen. Da kam natürlich gleich der Vorwurf, ja, in eurer Triathlon-Special-Ausgabe, da habt ihr auf der einen Seite zwar den Mann, auf der anderen die Frau, das werden wir jetzt auch immer so machen. Das war ja so eine sehr spontane Geschichte nach dem Sieg von Anne Haug vor 3 Jahren auf Hawaii. Das werden wir zukünftig immer so machen. Aber da kam natürlich die berechtigte Feststellung, wenn ich von der Männerseite das Heft aufblätter, dann ist da ein dann ist alles aufrecht und wenn ich es von der Frauenseite aufblättere, dann ist es... Das wollte ich da gerade sagen, das ist mir aufgefallen, als ich das Heft angeschaut habe, du müsstest eigentlich bis zur Mitte dann genau frauenlastig und bis zur Mitte männerlastig das Ganze machen. Aber ich weiß nicht, ob das für einen Drucker so leicht verständlich ist. Das kann sein, dass ihr das bestens vorbereitet und bestens plant und der Drucker sagt dann, Moment mal, die haben da einen Fehler gemacht und der dreht wieder alles um. Das kann auch passieren. Auch das haben wir tatsächlich schon überlegt. Vielleicht hätten wir es auch andersrum gemacht, wenn jetzt eine Anne Haug oder eine Laura Philipp gewonnen hätte und ein Gustav Iden, dann hätten wir es vielleicht. Aber letztendlich, muss ich ganz klar gestehen, auch wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, ich habe zwar auch schon an Kiosken die Zeitschrift gesehen mit Chelsea Sodaro drauf,
dass jemand einfach das so reingestellt hat. Wir haben auch damals noch einen Auflegerzettel gemacht, als es um Anne Haug und Jan Frodeno ging. Stellt das doch mal so rein. Funktioniert nicht wirklich, im Kiosk interessiert sich da niemand für. Das wird irgendwo angeliefert, wie es aus der Druckerei kommt, und dann wird es so reingestellt. Und ja. Letztendlich ist es da auch die wirtschaftliche Realität, dass sich ein Gustav Iden besser verkauft als eine Chelsea Sodaro, die ja bis vorher auch niemand kannte, und über die Norweger hat jeder gesprochen. Und auch da, ich meine, Papier wird massig teurer und so weiter. Auch wir müssen uns oft nach der Decke strecken. Und wenn wir dann für uns entscheiden, ja, für uns ist es wirtschaftlich dann doch sinnvoller auf. Aber deine Idee, Donnerstag, Samstag, das dann auch mal zu vertauschen, vielleicht, wenn es Ironman dann wirklich ernst meint mit der Gleichberechtigung, und das machen sie ja offensichtlich, muss jetzt nicht unbedingt nur aus Gleichberechtigungsgründen sein, sondern da sind ja vielleicht auch wirtschaftliche Interessen auch wieder dahinter. Dass, ich kann mir vorstellen, dass in dem asiatischen Raum auch viele Frauen noch gibt, die vielleicht da dann inspiriert werden sollen, vielleicht in Hawaii mal teilzunehmen. Yeah. Wir wissen ja nicht, wie sieht denn das Ironman Hawaii-Feld mal in 20 Jahren aus? Mhm. Wie viel Chinesen, wie viele Asiaten werden da am Start sein? Werden die Europäer da zurückgedrängt sein? Vielleicht die Amerikaner auch zurückgedrängt sein? Keine Ahnung, was es da für neue Märkte gibt und wo Ironman da hinschielt. Das ist die Aufgabe von denen, da Visionen zu entwickeln beziehungsweise so langfristige Entwicklungen mit zu berücksichtigen. Mhm. Aber warum nicht den Donnerstag, Samstag dann einfach mal Donnerstag Männer und am Samstag das Frauenrennen machen? Finde ich auch interessant. Natürlich ist für Ironman die Vermarktung wichtig, und vielleicht ist es ja tatsächlich so. Ich meine, aus amerikanischer Sicht ist es immer Amerika und der Rest der Welt. Und da ist der Rest der Welt, ist es dann fast egal, ob es Asien oder Norwegen oder Deutschland ist. Es ist einfach der Rest der Welt. Und jetzt lass eine Chelsea Sodaro nochmal gewinnen. Und vielleicht ist aus Marketing-Sicht das Frauenrennen, gewinnt vielleicht bei den Männern der nächste Norweger und bei den Frauen wieder eine Amerikanerin. Vielleicht ist es in 3 Jahren ja so, dass das Rennen aus Marketing-Sicht tatsächlich attraktiver ist mit Titelverteidigerinnen aus Amerika. Und Ironman entscheidet sich, den aus Marketing- und Mediensicht, und bei Medien reden wir dann vielleicht auch mal über S-Fernsehen, was ja einen großen Bogen um das Event seit Jahren macht, vielleicht ist es da dann ja auch irgendwann mal attraktiv, durch die patriotische Brille zu schauen. Oh, und jetzt macht Sam Long diese ganzen Pläne im nächsten Jahr zunichte. Ja. Wer weiß es. Ja, also, aber Ich würde nur gern was zum Besten geben, und zwar, was mir als Reiseveranstalter extrem aufgefallen ist dieses Jahr. Wir hatten ja eine relativ große Reisegruppe, weil sich eben durch die 2 Jahre Corona und 2 Jahre Nicht-Hawaii dann doch einiges aufgestaut hat. Was mir persönlich, und da möchte ich mal ein Riesenkompliment an die Athleten und an die Reiseteilnehmer geben, was mir aufgefallen ist: Ich hatte dieses Jahr keine einzige Klage wegen irgendeinem Apartment, wegen irgendeinem Zimmer, wegen irgendeiner Klimaanlage, die etwas zu laut war. Niemand hat sich über irgendwas beschwert, dass er von mir aus, ich kann mich nur erinnern an Zeiten, wo Leute mit 2 Stunden Verspätung am Flughafen in Kona ankamen und ein Drama draus gemacht haben. Da habe ich immer gesagt: Leute, ihr reist um die halbe Welt, jetzt kommt ihr 2 Stunden zu spät an und reckt euch auf. Esst doch lieber jetzt das Sandwich und trinkt was, setzt euch auf das Mäuerle und kommt einfach mal an. Ihr seid in Hawaii, ihr habt es geschafft. Dieses Jahr war so eine große Zufriedenheit da. Und das deute ich einfach so, dass man die Dinge wieder mehr zu schätzen weiß. Dass man überhaupt die Chance hat, darüber zu fliegen, dass man sich qualifiziert hat, dass man vielleicht sogar noch seine Familie mitnehmen kann, seine Liebsten mitnehmen kann, dass man überhaupt, ich sage mal den Athleten: Hey, ihr habt überhaupt den Körper, seid doch so froh, dass ihr überhaupt den Körper habt, das Rennen überhaupt zu schaffen, egal ob in 9, 10, 11 oder 12 Stunden. Einfach so eine Zufriedenheit war da nach den 2 Jahren nicht Hawaii starten können, die mich
extrem gefreut hat. Ja. Eine Zufriedenheit, die auch ich bei mir selber feststellen durfte. Einfach wie schön ja. Es wieder ist, einfach das zu machen, was meine und auch deine Berufung ist. Deine Berufung ist, das Triathlon-Magazin zu machen. Meine Berufung ist, Hannes Hawaitus zu machen. Ja. Einfach wieder seiner Berufung nachgehen zu dürfen nach 2 Jahren Pause. Und von dem her war das ein ganz spezielles Jahr, weil wo irgendwo alle dieses Glück und diese Zufriedenheit ausgestrahlt haben. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht dieses Jahr. Das kann ich aus meiner Wahrnehmung voll bestätigen. Ich möchte zu dem Begriff Zufriedenheit noch zwei andere hinzufügen. Ich habe eine große Dankbarkeit bei den Leuten gespürt. Ich meine, die haben alle viel Geld ausgegeben. Man hätte auch erwarten können, dass sie dann sagen, okay, jetzt liefert aber für mich. Nein, es war ein kollektives Gefühl einer Dankbarkeit da, das wieder machen zu dürfen. Da hat natürlich das ganze Thema Corona, was ja noch gar nicht zur Sprache kam, und der Grund für diese dreijährige Pause oder zweijährige Pause, der hat da natürlich eine große Rolle gespielt. Die Menschen waren einfach dankbar, dass sie wieder da sein durften. Und sie haben es in vollen Zügen genossen. Und was mich besonders gefreut hat, weil auch da sind, auch aus deutscher Sicht, auch aus deutscher medialer Sicht und so, manchmal die Dinge ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, es gab wieder das Gefühl des Respekts. Ja? Man hat Hawaii, man hat die Hawaiianer, man hat das alles respektiert. Die Leute haben sich benommen. Ja? Also wenn ich dran denke, was früher da mal an Geltüten im nicht vorhandenen Straßengraben des Queen K lag und so, ich glaube einfach, dass alle, die da hingereist sind, so das Gefühl hatten, das ist was Großes und es verdient den Respekt und ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Ja, schön. Also, genauso war es. Ja, das hat das Ganze wieder geerdet und wenn ich da eine Hoffnung dann anschließen darf, vielleicht mag es ja auch Madame Pelé beruhigen und sie hält den Mauna Loa ein bisschen im Schach. Das ist ja die nächste große Baustelle, die da eventuell aufgeht. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Der Mauna Loa, es gibt zunehmende Erdbebenaktivitäten und so und es kann sein, dass wir ganz andere Szenarien haben, mit denen wir uns zukünftig auseinandersetzen müssen. Und das ist so das Gefühl, was bei mir auch so bleibt, so diese Gewissheit. Ich fahre Jahr für Jahr nach Hawaii. Wir haben ja, du weißt es, unsere große Kiste, die inzwischen nur noch eine Kiste ist und nicht drei Kisten, weil wir eine größere gekauft haben, die wir da einlagern. Wir können ruhigen Gewissens Equipment dort einlagern, weil wir kommen ja wieder im nächsten Jahr. So diese Gewissheit, die hat ja einen ordentlichen Riss bekommen. Ja, also das haben wir alles erlebt und wir wissen, wie fragil gerade diese Welt ist und dann kommen auch noch eventuell Naturereignisse irgendwann mal zum Spielen. Ja. Und ich glaube, so diese Dankbarkeit, die werde auch ich einige Jahre mit mir rumtragen, wenn ich da wieder hin darf, weil sicher ist das Ganze nicht und wir können uns in einer verdammt privilegierten Situation fühlen, dass wir das, was du machen darfst, was ich machen darf, was alle Athleten machen dürfen, dass wir das machen. Absolut. Zum Abschluss, ich glaube, jetzt kommen wir ja schon langsam so auf die Zielgerade. Gab es ein Erlebnis bei dir, wo du irgendwie in Hawaii dieses Jahr irgendwie total überrascht oder geflasht warst? Ich gebe da kurz Zeit zum Überlegen, weil ich erzähle nämlich erst meine Mini-Geschichte. Und zwar ein absoluter Zufall. Ich bin oben am Palani, mir feuern die Leute an, die fahren Palani hoch und dann geht's ja links auf den Highway dann raus Richtung Hawaii. Und ja, da war's schon. Die ersten waren, das war's Donnerstagrennen, da waren, würde man sagen, schon 3/4 vom Rennen schon durch. Und da waren meine Jungs da oben gestanden, haben Laola gemacht und haben halt die, das sind ja oft dann viele langsame Japaner und so, die da noch hochkommen und ich habe Fotos gemacht. Hab dann die Radfahrer schon so ein bisschen dirigiert, Mensch, fahrt doch da den schönen Bogen, dann gehe ich alles schön auf die Kamera drauf. Jedenfalls stehe ich da und dann kommt einer um die Kurve da so rumgefahren, ich zeige dem so, wie er fahren soll, möchte dann so, stehe mitten in der Straße, gehe auf die Seite und der weicht auf die gleiche Seite aus wie ich, fahre mich rein, nicht besonders schnell, stürzt über den Lenker vorne drüber, macht einen Abgang, richtig, also ich habe gedacht, mein Gott, über den Lenker runter, liegt auf der Straße, Fahrer liegt auf der Straße und haben mir gedacht, Hannes, jetzt hast du das Rennen kaputt gemacht, du Vollidiot.
mit deinem bescheuerten Bild, was du jetzt machen wolltest, das gibt es doch nicht. Mir ist das Blut geronnen in den Adern, weil ich weiß, was es bedeutet, bis an den Punkt zu kommen und dann steht da so ein Idiot oben und schmeißt dich vom Fahrrad runter. Und der Idiot hat in dem Fall Hannes Blaschke geheißen. Ich schaue ihn an, der steht auf, ich heb sein Fahrrad auf. Er schaut mich an, nimmt mich so an die Schultern und sagt zu mir, Hannes, ich bin der Steffen Müller aus Kempten. Man muss dazu sagen, in Kempten bin ich aufgewachsen. Ich bin der Stefan Müller aus Kempten. Ich habe deinen Papa in Latein gehabt. Okay. Und ich stehe da und sage zu ihm, mein Papa hat gar nicht Latein gegeben. Ah, nee, genau, in Deutsch habe ich ihn gehabt. Ich habe mich so genau da erinnert. Sage ich, und das ist alles, was du mir jetzt zum Sagen hast. Bist du okay? Ist alles gut? Ja, alles in Ordnung. Also tschüss. Rupft auf sein Fahrrad drauf, ich schiebe ihn an und er fährt weg. Ich bin bloß noch hinterhergeschrien, am Samstag bei mir oben eine halbe Bier auf der Highway. So ist das ganze Ding abgelaufen. Mir ist das Herz so in die Hose gefallen. Und wir haben uns dann danach gedacht, was gibt's für Zufälle im Leben, oder? Ja. Und das war bei mir so ein voll flashiger Moment dieses Jahr in Hawaii, den wollte ich gerne so zum Besten geben. Okay. Wenn ich so an einen flashigen Moment denke, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht's los, jetzt kann ich ankommen. Wir haben drüber gesprochen, wir sind alle mit einer gewissen Anspannung dahin gefahren. Ja? Und ich reise ja auch immer ein paar Tage vor dem Team an, um schon mal Dinge zu organisieren und so. Und ich bin da nicht entspannt. Ja? Also es ist nicht so, dass ich da ankomme und denke, oh, Aloha, weil ich weiß, was das für ein Paket ist. Und dieses Jahr war mir sehr nervös, wie dieses Paket auf uns alle wirkt, ob wir das Ganze überhaupt schaffen. Ja? Und für mich war dieser Moment, wo ich dachte, jetzt geht's los. Ich war draußen auf dem Highway, habe fotografiert, hatte irgendwann Hunger, bin in Waikoloa abgebogen und habe erstmal meine erste Poke da gegessen und fahre zurück auf den Highway und denke, krass, ist denn jetzt schon Renntag? Da kommen mir nämlich zwei Norweger entgegen im Renndress. Und geben sich so richtig die Kante da draußen, wo man eigentlich nicht läuft, weil es viel zu heiß ist und der dichte Verkehr und so. Und dann habe ich angehalten und die haben mich super herzlich begrüßt. Wir kennen uns ja nun über verschiedene mediale Begegnungen, die wir hatten. Ach was. Und dann habe ich gesagt, ja, darf ich ein paar Fotos machen? Und dann war das so locker. Die haben immer mit mir gescherzt, obwohl die voll hartes Programm hatten. Gustav Iden rief immer nur, do you see something that you've never seen before? Do you see something that you've never seen before? Er wollte auf seine Schuhe anspielen, über die dann viel geredet wurde und so. Okay. Und da war ich voll mit drin, hab eine halbe Stunde immer wieder mit dem Auto Vorsprung rausgefahren, angehalten, mit dem Coach geplaudert, mit dem Manager geplaudert, die dabei waren und so. Und da habe ich nur gedacht, wie cool ist das, diesen Sport betreiben zu können. Ja. Und das ohne großen Termin über einen Manager, ohne sonst irgendwas. Ganz genau. Einfach so passieren lassen, ja. Einfach den Flow mitnehmen, das ist doch einfach Hawaii, oder? Und das ist doch eigentlich unser ganzes Leben. Und dieser Flow ist geblieben bei mir, aber der ist auch bei denen geblieben. Wenn du die erlebt hast in der Rennwoche, die haben mit jedem Age-Grupper ein Selfie gemacht. Die haben jede Age-Grupperin in den Arm genommen. Die haben geplaudert. Die hatten keine Maske auf, niemals. Die haben einfach das genossen, da zu sein. Ja? Ja. Und wenn du dann denkst, wie verkopft und verklemmt manch andere da sind, nein, in der Rennwoche gibt man keine Interviews mehr und so. Ne? Das war einfach mal super easy mit denen. Und Lockerheit wurde auch belohnt. Ne? Hm? Der Iden, der ist ja bei uns am zweiten, bei Kilometer, wo stehen wir beim Rauslaufen ungefähr bei, jetzt haben sie es ein bisschen verkürzt, sagen wir bei 14 oder so. 15, ja. 15, bei 15 stehen wir da oben. Bei 15, der Ledlow war in Führung und dann kam ja Iden und Blumenfeld als Zweite und Dritte bei uns vorbei. Bei uns ist gerade irgendwie der volle, Marc Alex hat gerade den vollen Rocksong für den aufgelegt. Ja. Oder für die beiden. Und der Iden hat schon 50 Meter vor bei uns überhaupt war, hat er schon so zum Shaken angefangen und so zum Tanzen angefangen, hat so einen ganz lockeren Schritt drauf gehabt. Ich meine, als Zweiter beim Ironman auf der Jagd nach dem Titel, also ich habe viele Age-Grupper weiter hinten schon viel wilder tanzen sehen als ihn, aber in der Position zu der Zeit bei Kilometer 15
so locker bei uns vorbei zum Laufen und nur Aloha zum Schreien und sonst irgendwas. Ne? Wir waren alle da gestanden und gesagt, Moment mal, war das jetzt gerade der Zweite vom Rennen, der ein Blumenfeld im Kreuz hat und der einen Ladlauf nach vorne hat? Und meine Jungs alle, der gewinnt, 100% ist der lockerste von allen. Und genau so war es dann. Ja. Großartig. Ja, also, ja. Es war mir eine vergnügliche Stunde mit dir. Ich glaube, wir können alle Leute einladen. Ja, auch ganz herzlichen Dank. Frank, ja. immer ein Vergnügen. Ja. Ja, also liebe Leute da draußen, wenn ihr uns jetzt eine Stunde gehört habt, diskutiert gerne mit. Ja, ihr findet unter jeder Präsenz dieses Podcasts irgendwo Diskussionsmöglichkeiten bei Apple Podcasts. Gebt uns gerne auch irgendwie Daumen hoch, 5 Sterne, wo ihr uns findet. Ich glaube, der Hauptdiskussionsfaden findet aktuell tatsächlich auf unserer Website immer statt. Also seid herzlich eingeladen. Hannes, wir sehen uns bald. Die Selfish Night of the Year. Wir haben es am Anfang erwähnt. Da werden wir uns alle wieder treffen. Genau. Das Jahr nochmal. Danke, danke dir. Und du hast vorher angesprochen an den Aloha Spirit, den wir wieder alle zusammen in Hawaii drüben erleben durften. Alle, die in Hawaii drüben waren und zu diesem Spirit beigetragen haben, nochmal ganz, ganz großes Danke. Und Mahalo von meiner Seite. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit im Leben von uns allen, glaube ich. Das glaube ich auch. Mahalo, danke von mir aus. Uns könnt ihr erleben jeden Montag im Format Pasta Party, jeden Dienstag im Format Carbon und Laktat. Donnerstags gibt es den Podcast von Power and Pace und ab jetzt wieder jeden Freitag auch diesen Triathlon-Talk. Und wenn ihr Hannes mal echt erleben wollt, dann meldet euch jetzt an für den Allgäu-Triathlon. Ich glaube, den Link stelle ich auch nochmal in die Shownotes. Oder seid ihr schon ausverkauft? Nee, wir haben noch nicht mal aufgemacht. Bei uns im Allgäu geht das immer ein bisschen langsamer. Alles klar. Also wenn ihr Hannes aber irgendwann im November, glaube ich. Wenn ihr Hannes mal ganz anders erleben wollt. Ich habe dieses Jahr leider nur Bilder sehen können, weil ich verhindert war. Aber dann meldet euch da an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Danke für alles und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Aloha.